Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Riftbreaker. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Stromprobleme, weil halt, Base is under attack. Man hat halt wahnsinnig wenig Energie hier, also wenig Windkraft hier, so. Ja, wir kommen ja schon. Oh, das repariert nur uns, aber nicht den Rest. Ah, ja. War so viel. Achso, weil die Photovoltaik gerade angegangen ist. Deswegen haben wir jetzt wieder Strom. I'm sensing slight tremors. They are intensifying over time. Auch das noch. It looks like an earthquake is coming. Super. Bin begeistert. Absolut begeistert. So, wir werden auf jeden Fall noch mehr Energie-Ding bauen, Energiespeicher. Ja, also hier alles, ne? So, wir haben im letzten Part nämlich hier Uran gesucht und gefunden. Brauchen wir halt Energie einmal wieder. Beziehungsweise Energie haben wir eh, die Energiespeicher sind halt jetzt wichtig einmal. Machen wir noch mehr. Noch mehr Photovoltaik. Base is under attack. Warum geht das noch echt? Achso, wegen. The earthquake is over. The tremors are getting weaker and weaker. We should quickly repair whatever's been damaged. Reparieren das schon. Wo ist der Turm eigentlich? Was macht der? So, mal genügend Energie vorerst. Okay, Base is under attack. Wir warten immer noch auf, naja, Uran-Handling-Ding, wobei. An und für sich haben wir das schon. Jetzt ist die Frage, warum wir noch keine Informationen haben, wie es weitergeht. There is a breach in our walls. Wirklich? Das ist aber schlecht. Tatsächlich. Gut gemacht. Base is under attack. Ja. Technology has been developed. Ja, du kannst schlafen. Endlich. Rich uranium deposits in a new planetary location. I have marked the rich junk coordinates on the orbital scanner interface. Sehr gut. Excellent news, Mr. Reeves. Let's go there to set up a uranium mining outpost. We'll finally have access to nuclear power and better weaponry. Ja, nicht nur das. Wir haben auch eine bessere Granate jetzt bekommen. So. Ah ja, was ist jetzt eigentlich mit da? Atomrakete. Crafting completed. Man darf gespannt sein. Ah ja, was ist, wenn wir den Rest nochmal zerlegen, was wir nicht mehr brauchen? Das hier zum Beispiel. Oh, okay, unsere Speicher sind aber voll. Base is under attack. Hey. Mal schauen, ob das Ding irgendwo hochgeht, aber momentan merkt man nichts. Ja, es ist nicht allzu mächtig. Oh, man kann es aufladen. Wow, das ist mächtiger, allerdings. Oh boy.
Wow, damit kriegt man auch die aus dem Himmel. Base is under attack. Das haut auf jeden Fall ordentlich Schaden raus. Oh, Protoss. Okay, doch keine Protoss. Wow. Jawohl, das kann was. Das kann was. Gut. Was haben wir jetzt? Neue Mine kriegen wir. Besseres Gaskraftwerk. Bessere Miner. Okay, das ist einmal das, was momentan kommt. Die können wir mal machen. Das ist sicher auch nicht verkehrt. Besseres Kernkraftwerk und so braucht man momentan noch gar nicht. Ausweichrolle. Power Jump. Besserer Power Jump, nochmal besserer Power Jump. Okay, wir haben halt einmal das hier zur Forschung hinzufügen. Dauert ja nicht lang. Atomare Mine, bitte gerne. Instandhaltungswerkzeug und so. Ja, dann forschen wir die Dinge mal. Okay. Und Uranförder ausposten. Ebenfalls eine Wüste, wie es aussieht. Sehr gut, also die Atomrakete, ich glaube, die löst jetzt schon mal unseren normalen Raketenwerfer ab. Ich glaube nicht, dass wir den noch brauchen werden dann. Auch wenn wir hier langsamer schießen natürlich. Ripjump successful. Ashley, our long-range scans were correct. I'm detecting multiple uranium deposits that are large enough to be mined. Excellent. Let's scout the area to find a good location to construct a permanent outpost. We should look for a site that's close to a uranium deposit and is easily defendable. Da oben ist schon Uran. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier. Nee, das ist immer noch unser Ding. Oh, wir haben viel Carbon und Ironium. Okay, das müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Okay, da haben wir schon mal Uran. Hey! Gut, das Problem... wo kriegen wir jetzt das Ding? Ja, da hat es geheißen, es gibt hier schon eine Möglichkeit, dass wir diese irgendwelche Platten oder was bekommen. Damit wir auf dem Treibsand bauen können. Aber wo ist das? Okay, wir sehen hier viele Dinge noch nicht. Teleportieren. Was kann der Stoßwellenturm eigentlich? Sendet mächtige Wellen aus, die Gegner in der Nähe einfrieren und den Schaden zufügen. Okay. Gut für Crowd Control. Ja, ein bisschen Teleporter halt. Schwerkraftgranate. Wow. Ja, das erforschen wir doch gleich mal. Eine noch stärkere Atomrakete. Ja, bessere Fortbewegung, Magma, stärkeres Magma-Kraftwerk, fortschrittlicher magnetischer Riftstabilisator, bessere Schallsensoren, Railgun, Railgun-Turm, aber da, das haben wir immer noch nicht. Das ist durch die Kampagne, das Freischalten von Vertrauensgas von irgendein Viech halt. Das ist blöd, wenn wir hier nicht bauen können auf dem Treibsand, oder können wir die Basis nicht vernünftig verteidigen. So, wir können natürlich die hier mal hinbauen. So, schauen wir mal. Hier können wir ein bisschen Energie aufbauen. Sobald wir die vernichtet haben. Base is under attack. Wow. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Das hat sie ordentlich weggerissen. So, wir haben hier keine vernünftige Windkraft und keine Sonnenenergie aktuell.
oben gibt es auch noch Vulkan. Surprise! Hey, irgendwas gibt hier Uran. Oh, da kann man es mal an ihm hier ausprobieren. Oh, da ist er aufgewacht, okay. Autsch. Hat gleich beide erledigt. Okay. Gut, dann sorgen wir mal für Energie. Das bisschen Energie, was wir hier halt rausholen können. Speicher. Wechseln sie. Boah, die drehen sich ja kaum. Geothermie haben wir hier leider auch nicht, ne? Ja, die Geothermie würde uns halt auch helfen, ein bisschen Wasser und oder Schlamm halt zu bekommen. Schön, dass es die Horden immer gleich wegsprengt. Oh, das sind wieder die da oben. Nicht getroffen, muss ich weiß. Versaut jetzt irgendwen anderen den Tag. Ich mag die Atomrakete. Ah ja, war auch Uran vorkommen. Nochmal Carbonium. Also da können wir schon was machen. Hostile creatures are approaching our base. Super! Ready for battle. Ja, leichter gesagt als getan. Ready for battle? Wie denn? Mit den ganzen scheiß Treibsand hier. Wie stellst du dir das vor, Kumpel? Ne? Vor allem ohne Strom auch noch. Würde die Sonne aufgehen, aber das wird zu spät sein bis dahin. Da sind wir auch schon. Super! Base is under attack. Platzieren wir mal unseren Turm hier. Die immer gleich den Turm angreifen. Okay. Das hätten wir geschafft. Ein Meteorit. Null Energie.
Magma-Kraftwerk hilft uns hier halt nicht leider. Und wo ist das Atomkraftwerk? Ach, das ist hier. Da brauchen wir ja massiv Uran dafür. Und Kühlmittel. Und scheinbar verbrauchst du dann auch Uran. Geothermie. Ja, tierische Biomasse können wir verwenden. Weil momentan haben wir eh wenigstens durch Solar die nötige Energie. Außenposten in die Ende des Uransvorkommens. Was? Achso, den. Warte mal. Hey, wir können den aber gar nicht bauen. Warum können wir den nicht bauen? Warum können wir keinen Außenposten bauen? Begrenzung von 8. Das war scheiße. Das war echt scheiße jetzt. Wir können keinen Außenposten bauen, tut mir leid. New technology has been developed. New buildings are available for construction. Research completed. Ah, das sind die hier, okay. Gut, schön. Hilft uns eher wenig. Wir können uns mal ein bisschen umsehen hier. Oh. Da ist der Kummer. Schön, dass wir durch die Atomrakete immer wieder ein bisschen Uran bekommen. Dann probieren wir mal die neue Mine aus, würde ich sagen. Kuckuck. Boah. Okay. Tut, was eine Mine tut. Ihr mögt doch keine Raketen, oder? Ist jetzt auch immer interessant, wenn es heißt, irgendeine große Kreatur, ja, extrem aggressiv, bla bla bla, weil dann machen wir einfach diesen hier. Wow, hoppla, das war nicht so gut. Granate. Technology has been developed. New buildings are available for construction. Die Atomrakete vernichtet einfach alles. Is picking up. There's a dense dust storm visible on the horizon. Super. Weniger PV wahrscheinlich, dafür mehr Solarenergie. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. I hate dust storms. Aber es sind doch gut für uns, die Stürme. Mal schauen, ob der wirklich immun ist gegen Schaden, solange der liegt. Ja, ist er. Bei dem reicht auch die normale Atomrakete scheinbar. Bekommen wir immer mehr Uran durch die Atomrakete. Also bei Uran mag ich einfach Atomraketen in den Berg schießen und das Uran einsammeln. The atmosphere is clearing up. Base operation is returning back to normal. Wow, nur das hier. Vorstürmen Säure, ah ja. Da
Da können wir auch keine Mods einbauen. Ah ja, wenn wir einen normalen Raketenwerfer hätten, wir was einbauen können. Und hier können wir ja auch was einbauen. Kritische Trefferchance oder einfach mehr Damage. Clusterprojektile. Durchbohrungseffekt. Trefferpunkte pro Treffer. Flächenschaden. Weniger Munitionskosten, mehr Streuung, weniger Streuung, Projektile pro Salve, Feuerrate, erhöhter Schaden, Schaden über Zeit, Durchbohrung, wow, wollen wir das alles her, bitte? Technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Die atomare Mine haben wir jetzt. Sehr schön. Können wir hier eigentlich Sachen modden? Nee, scheinbar nicht. Schade. Mal sehen. Bin gespannt. Da ist ja gar nichts passiert. A new technology has been developed. Neue Werkzeuge. Mann, die war aber ein Reinfall, die Mine. Oder braucht es so lange, bis die aktiv ist? Sollte aktiv sein jetzt. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Gut, macht was sie soll auf jeden Fall. Was sagt die Zeit? Schon wieder ist der Part zu Ende. Meine Güte, warum vergeht die Zeit heute so schnell? Ist ja nicht normal. Gut, Freunde, das war's auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!